Hi, willkommen zu einem neuen Part. Trials of Mana, genau so heißt es. Ja, wir sind ja letztes Mal hier auf dem Geisterschiff aufgehört und der gute Durin hat ein Problem. Dessen Geist. Und jetzt müssen Hawkeye und Charlotte hier das Schiff alleine weiter unter die Lupe nehmen, um den guten Durin von seinem Fluch zu befreien. Mal gucken, ob uns das heute gelingen wird. Das ist nämlich keine schöne Angelegenheit für ihn. Vor allem verlieren wir unseren Damage Dealer. Das brauche ich nicht nehmen. Ich hätte jetzt auch Hawkeye da lassen können, aber. Oder Charlotte. Aber Charlotte möchte ich eigentlich nicht missen, weil dann habe ich keinen Healer in der Gruppe. Und Hawkeye ist, glaube ich, von Angriff genauso gut. Durin angeht. Und ich glaube, ich habe schon einen anderen Spielstand gemacht, wo ich das Spiel durchgespielt habe, dass dieser Abschnitt gar nicht mehr so lang ist. Also man ist nicht lange zu zweit. We have to get off this ship. Any ideas? Aber man kennt das ja von Anfang des Spiels. I don't know what to do. I can't even swim. Dass man alleine beziehungsweise nur zu zweit ist. Aber das kriegen wir hin. Bisschen Kohle, sehr schön. Ein Heilkraut. Und wir müssen da außen rum wahrscheinlich. Ach, eine Mimik. Dark Souls lässt grüßen. Dann kriegen wir hoffentlich Platz. Also gegen einzelne Gegner ist das, glaube ich, voll okay, dass wir zu zweit sind. Bloß wenn es ein paar mehr werden, dann merkt man das, glaube ich, schon, dass einer weniger da ist. Hier kommen wieder ein paar. Sind sogar von diesen Zombies welche. Die halten ja ein bisschen mehr aus. Deswegen hauen wir die mal einfach weg. Aber man sieht schon, die kriegen nur die Hälfte von so einer Special Attack. Und können mich halt vergiften, diese Drecksäcke. Aber wir haben jetzt Charlotte. Charlotte kann das neutralisieren. Ja, schön, dass sie es macht. Oh, fuck. Das war ja mal richtig geil gerade. Schön verklickt. Aber es kostet nicht so viel MP. Mann, eine grüne Vase wäre mir jetzt tatsächlich lieber. Apropos. Hawkeye ist gerade nicht so... Ah ja, sie hat ja Licht Plus. Stimmt ja. Dann heilt sie alle. Das ist gar nicht so... Oh, hier ist eine grüne Vase! Spiel, please! Verarsch mich nicht so! Okay. Ah, das haut, denke ich, hin. Too bad. Ja, wo ist er? Da. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Kennt man von mir? Ich bin auch ganz dankbar, dass dieser Abschnitt nicht so lang ist, wo man nur zu zweit ist. Und Charlottes Geschrei gibt mir ein bisschen auf den Keks. So. Saven wir mal. Leider keine goldene Statue. Gibt's hier hinten was? Ja, auf der anderen Seite, ne? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach so. Ja. Verstehe. Time to work together, verstehe, verstehe, verstehe. Holy of course.
lauter fiese Kreaturen hier, die uns ans Leder wollen. Not too bad, if I do say so myself. Das passt schon. Das Nervigste finde ich an diesem Abschnitt, dass wir hier die ganze Zeit Erfahrung farmen und der ganze Durant, der arme Durant, der guckt in die Röhre. Time to work together, everyone. Der kriegt nämlich gar nichts. Also kann man das quasi als Bonusabschnitt für die anderen beiden Charaktere sehen. Ja, das passt schon. Was? Der war nicht tot? Mach den weg, ey. Scheiß Blobs, ey. So. Gibt's jetzt hier was drin? Was von Interesse? Nein. Einfach nur ein Raum mit Monstern. So, dafür haben wir wenigstens das Heilkraut, was wir von der anderen Seite gesehen haben, jetzt geholt. Und dann haben wir jetzt hier noch zwei Räume. Oh, hier kann man schlafen. Nice. Machen wir mal. Ja, genau. Durant hat Zeit. Der läuft uns nicht weg. Der ist jetzt tot. Apropos. Hinterhalt. Wieso benutze ich eigentlich den Klassenangriff der ersten Form? Ich habe mittlerweile doch die zweite Form. Ist andere Sache eingelaufen? Gut gemacht, Charlotte. Hier sind auch Betten, aber ich bin fit. Außerdem ist das bestimmt wieder genau so eine Falle. Welcome to my ship of wandering souls. Hallo? You better lift the curse on my friend and let us go now. There is but one way. Defeat me. Ja, das lässt sich einrichten. What the hell? Was ist das für ein Teil? Gucken wir mal. Ja, ich bin nur zu zweit. We have to fight just the two. Nicht unterschätzen. Gucken wir mal. Schwalbenwurf! Bam, 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 bam! Ah, der kann sich wegteleportieren. Der hat Charlotte stumm gemacht! I'm on the job. Der Drecksack! Okay, leave it to me. Ja, was mache ich jetzt? Ja, da muss ich einen Bonbon zücken, ne? Heilen kann ich mit Charlotte nicht. So, jetzt ist sie nicht mehr stumm. Sehr schön. Ja, der kann sich zwar wegteleportieren, aber das bringt ihm, glaube ich, nicht viel. Ja, der kann ein bisschen zaubern. Also, wenn ich keinen Healer hätte, dann könnte ich mir das schwer vorstellen. So, jetzt machen wir mal meinen Superangriff wieder fit. Also, hä, was kommt jetzt? Hä, was ist das? Mach den Schatten platt. Da ist eine Energieliste. Ah, nice! Da kann man ihn belohnen machen. What the hell? Warum ist Charlotte tot? Und mal eine andere Frage. Das ist doch ein Geisterwesen. Ich habe heilige Kugel. Wie viel Das ist Schwäche. Ja, 200. Nice. Gucken wir mal, was ich mit meinem Pfeilhagel ausrichte. Komm, Charlotte, geh da drauf. Charlotte ist schon fast wieder down. Ah, sie heilt sich von alleine. Sehr schön. Leave this one to me. I'm on the job.
Aber jetzt kannst du wieder nicht zaubern, weil sie stumm ist, ey. Okay. Nein, das geht ins Leere jetzt. Scheiße. Okay, leave it to me. Wo ist er? Oh, jetzt kommt die Rennbahn wieder. Ich beeile mich mal. So, jetzt kommt er gleich wieder runter. Da können wir ihn jetzt ein bisschen kostenlos hitten. Das macht jetzt einen guten Schaden. Und ich muss mit Charlie ein bisschen aufpassen, hier gleich keine MP mehr. Ich hätte zwar einen Notfall. Walnüsse, aber. Wenn ich die sparen kann, dann. Wäre es doch was, ne? So, wo ist er? Da. Sorry about that. Was? Warum hat er schon wieder nicht getroffen? Jetzt kommt das Scheiße wieder. Wo ist das Ding? So, jetzt kommt er runter. Komm, kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Nicht ganz. Jetzt haben wir ihn. Nice! Wir haben auch ohne Durant gewonnen. Wow, 5-4. Es ist natürlich schade, dass das Durant jetzt durch die Lappen geht. You have released my wandering soul. Was macht Umbra hier? I would be honored to lend you my power and free your cursed compatriot. Oh, finally. Thanks, everyone. Yay, Durant is here da. Und wir haben Umbra in unserer Gruppe. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Vor allem ist auf dem Geisterschiff der Finsternisstein. Ich habe keinen gesehen. Shade, if you're here, does that mean the Darkstone is on the ship? Unfortunately, the Darkstone has been lost. In fact, it may no longer even be in this realm at all. What the fuck? Huh? Ja, genau, das frage ich mich gerade auch. When the world faced devastation from a war, the likes of which had not been seen since the rise of the Benevedons, the ever-increasing darkness clouding the world activated the power of the Darkstone. But then what happened to the Benevedon of Darkness? It is as you assume. Humankind tried to harness the energy of the Mana Stones to bring about peace in the world. But it was not to be. They soon fought amongst themselves over control of that very energy. Dark forces took advantage of this. And soon the world spiraled into an all-out war. Hmm. The Priest of Light mentioned something about that. The seal on the Darkstone was broken, and the creatures of darkness, including the Benevedon, brought the world to the brink of destruction. Since then, the Darkstone disappeared, lost to those of this realm. Bereft of my home, I was forced to wander the seas in this ghost ship for many long years.
you know what happened to the Benevenant of Darkness? How did the world avoid utter destruction? I do not know. The Benevenant, along with the creatures of darkness, simply disappeared without warning. What? It has been many, many years since then. The world recovered, but alas, the Benevenant is not gone for good. I believe the monster may have once again returned to the Darkstone. It may even have been sent back from the darkness. I feel its shadow in this realm again. So, even though humans have no way to deplete mana power on their own, the reason it's become so scarce might have something to do with the Darkstone? So, why... Wolf! Was ist jetzt los? With the souls dispersed, this ship has no more place in this world. Hold on! It what? Hättest du das ein bisschen früher sagen können? Naja, Glück und Unglück. Ich bin irgendwo gestrandet. Wait. Where? Wait. Puka Island? Oh no. That volcano looks ready to explode. We gotta get out of here as soon as possible. Ja, von einer Katastrophe in die nächste. Der Vulkan bricht aus. Das heißt, ich muss hier weg. Durant, wie wär's, wenn du wegschwimmst? Nein. Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Wir gucken mal gerade, was ich aufleveln kann. Ah, das ist sehr interessant, was Armbrother eben erzählt hat. Ich bin ja keine Lernpunkte. Der hat zwei? Zwei bringt mir aber nichts, ne? Nee. Und sie hat nur ein. Wieso hat die nur einen? Weil ich da schon einen auf Versehen investiert habe. Ja, was ich sagen wollte, es ist sehr interessant, was Umbrother erzählt hat. Wir haben ja vorher schon gewusst, dass die dass die Benedova in den Mana-Stein verbannt wurden. Aber What's der... that? Benedova der Finsternis anscheinend nicht. Did you see the huge thing in the water? What ja. Was it? Regardless, we must find a way off this island quickly. Ich würde sagen, das sah wie ein riesengroßer Ninja-Turtle aus. Ja. Der Benedorfer der Finsternis ist nicht verbannt worden und ja, der ist irgendwann verschwunden. Genauso wie der Stein der Finsternis. Sehr, sehr skurril auf jeden Fall. So, jetzt habe ich endlich wieder Durin. Und einen Damage-Dealer. Ich hab ja eben gesagt, Hawkeye macht genauso viel Schaden, ist was. Der macht sogar mehr. Weil er Stärke mehr hat. Sobald ich Duin, glaube ich, wieder Stärke gebe, überholt er ihn. Aber Hawkeye ist, glaube ich, wie so ein Charakter, der einen ziemlich hohen Angriff hat. Neben Kevin. Durant ist ja nicht ein reiner Attacker, der kann ja auch zum Supporter ausgebildet werden, was wir jetzt hier nicht machen, weil wir Charlotte haben, also wir machen den auch zum Attacker. Den Schritt haben wir ja schon gemacht. Hätten wir Durant zum Supporter machen wollen, hätten wir halt die Ritterklasse nehmen müssen und nicht die Gladiatorklasse bei einem Klassenwechsel. Dann hätte Durin auch Halszauber gekommen.
So können wir offensive Säbelmagie. Oder wie war das nochmal? Was kann ich? Ich kann noch gar nichts. Aber ich glaube, es war so, dass ich meine Waffe verzaubern kann. Bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja das Spiel schon einmal durchgespielt, wie ihr erzählt. Da habe ich Durant als Supporter gespielt. Das war auch der Grund, warum ich ihn hier in die andere Form gemacht habe, weil ich das mal wissen wollte, wie sich das so grundlegend anders spielt. In seiner Supporter-Klasse ist Durant halt, glaube ich, etwas defensiver und macht ein bisschen weniger Schaden. Aber wie sich das genau entwickelt, das kann man am besten bei den nächsten Klassenaufstieg sehen. Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ist noch sehr, sehr weit weg. Stufe 38. Aber schauen wir mal. Das wird schon. Auf jeden Fall müssen wir hier weg. Wir wollen nicht zu Asche werden. Der Vulkan, der, man sieht schon, es bebt hier. Also wenn ich persönlich in dieser Situation wäre, ich würde versuchen, auf offenem Meer und wegschwimmen. Auch wenn ich wahrscheinlich ersaufe. Aber besser als hier an Land nach einer Möglichkeit zu suchen. Das ist nämlich sehr, sehr optimistisch, dass man hier auf der Insel irgendwas findet. Ah, cool. Wir suchen mal die Insel ab. Out of the fire, but still stuck on the island. Hä? Hier gibt's nur eine grüne eine Kiste gibt's hier. Gut. Zweimal Schokolade. Nice. Man kann dann den Gegnern, glaube ich, hier auch ganz gut aussteigen. Wir geben einigermaßen gute Erfahrungspunkte. Sind auch die gleiche Stufe, wie ich habe. Adlerauge und Schale kriegen gleich schon das nächste. Ja, Durant hat ja den Geisterschiff-Abschnitt nur zu 50% gemacht, deswegen müsst ihr jetzt ein bisschen aufholen. Aber irgendwann geben die Monster ja wieder mehr Erfahrungspunkte, also mit jedem Abschnitt, den wir bewältigen, werden die Monster halt stärker und gibt mehr Erfahrungspunkte und dann wird Durin irgendwann zu den anderen beiden ausschließen, was das Level angeht. Er wird bloß nicht immer so früh wie die anderen beiden erreichen. Da unten ist, glaube ich, eine Sackgasse, wo es was gibt. Hier genau, eine Kiste. Wie viel Kaktusfranz habe ich? Nein, wie viel Kaktusfranz habe ich eigentlich hier? Schon? Erst 7, okay. Dann dauert das noch etwas. Man kriegt halt für jeden 5. Kaktusfranz gibt's Preise. Und unter anderem ist einer der Kaktusfranz-Preise irgendwann, dass du sämtliche Kisten auf der Karte siehst. Also bevor du sie eingesammelt hast. Und dann weiß man, wo man sich umschauen muss und wo nicht. An diesem Spielstand habe ich erst 7. Ich werde auch nicht den explizit suchen, weil es ist halt für den Fortschritt des Spiels nicht notwendig. Es ist halt ein netter Bonus. Ich muss nur auf meinen aktuellen Spielstand, wo ich außerhalb des Let's Plays hier spiele, muss ich noch 2 finden. Vielleicht finde ich ja einen, den ich in meinem Spielstand noch nicht gefunden habe. Man muss halt alle finden für eine Trophäe. Aber das kriege ich hin. Ich muss sowieso noch einen Run machen, damit ich alle 3 Story-Stränge habe. Dafür gibt es auch halt Trophäe. Es gibt halt, je nachdem, für welchen Hauptcharakter man sich entscheidet, gibt es bestimmten Endboss des Spiels.
Durin und Angela haben halt den gleichen, Kevin und Resi haben den gleichen und Kevin und Charlotte. Habe ich Kevin und Resi gesagt? Ich meine natürlich Adlerauge und Resi. Ja. Und für jeden dieser Endbosse gibt es halt auch eine Trophäe. Das heißt, man muss das Spiel quasi dreimal durchspielen, damit man, glaube ich, alles bekommen kann. Und zweimal habe ich es jetzt schon. Sagen wir mal ein Dreiviertel. Bei dem zweiten Durchgang fehlt mir noch das Postgame, was sie hier neu gemacht haben. Auch sehr, sehr cool. Das sehe ich positiv und kritisch. Aber wenn wir da sind, erzähle ich dazu was. Das wird noch ein paar Parts dauern. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts. Ich schätze mal, welcher ist das jetzt? Der 18., ne? Ja, ich kann mir vielleicht so vorstellen, so mit dem Postgame, so 40 Parts hat das Spiel. Vielleicht, ja, ich sag mal 35 bis 45. Ja, genau. Ja, die sind tatsächlich nett zu mir. Haben hier eine etwas eigene Variation ihrer Startuhr. Was sehr, sehr cool ist. Und sie haben sogar einen Waffenladen und einen Rüstungsladen, den wir gleich aussuchen werden. Das ist der Gegenstandsladen, da wollte ich gar nicht rein. Wie sieht das eigentlich mit meinem Geld aus? Ja, das passt. Come again! So, da ist der Rüstungsfuzzi. Also, Rosi, sieht das mit meinem Geld gar nicht aus. Ich bin fast gleich blank. Ich kann noch ein paar Rüstungsteile verkaufen, aber solange ich das noch nicht muss, behalte ich die erstmal. So. Kannst du mir helfen? Der Vulkan bricht aus. Der Herrscher der Meere residiert in einer Höhle westlich dieser Stadt. Um überhaupt eine Chance zu haben, die Insel zu verlassen, müsst ihr ihn um Hilfe bitten. Allerdings wurde der Eingang zur Höhle, der auf dem Berggipfel liegt, bei einem Erdbeben durch einen riesigen Felsbrocken versperrt. Wahrscheinlich werdet ihr es nicht mehr rechtzeitig schaffen, um ihn herumzugraben. Das sind ja rosige Aussichten. Herrscher der Meere, ist damit der Ninja Turtle gemeint? Wahrscheinlich. Ja, Leute, wir sind beim Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.